Nach Norden, nicht auf den Highway. Bravo 6 an Kobalt 4, Zeitfenster bestätigen. 10 Minuten. Roger, Orbit halten. Behalte euch, selbst Barkov wird kommen und seine Toten holen. Ja, Lotte Serna. Ja, Vater. Ihr wisst, dass er euch büßen lassen wird. Er wird es büßen. Soll er kommen? Wir haben die Straße nach Norden geräumt. Dort seid ihr erstmal sicher. Danke. Die Revolution beginnt jetzt, Schwester. Der Krieg beginnt jetzt, Bruder. Selbst im Krieg gibt's Moral. Nicht vergessen. Bravo 6, Abflug in 2. Jahre Bürgerkrieg. Bürger spielen ja keine Rolle. Hadir ist trainiert. Verbündet, entführt, spielt keine Rolle. Er brachte das Gas nach Russland. Er tat es mit Al-Qatalas Hilfe. Er hat das Netzwerk und die Leute. Tja, kann man es ihm übel nehmen, hä? Inoffiziell nicht. Aber hier geht's um mehr als Hadir. Wir haben 2 Optionen. Was, wir waren in Moskau? Oder Mütterchen Russland schluckt ihre eigene Medizin. Eine Menge Unschuldige werden sterben. Durch einen Freund des Westens. Okay, kommen wir zur Sache. Ihre Empfehlung? Eine Geschäftsreise. Inoffiziell? Total. Wer ist Ihr Team? Ein paar alte Freunde. Unser Sergeant? Ist bereit. Ich bringe sie rein, dann sind sie auf sich gestellt. Nur Waffen der Gastnation. Ich mach das schon. Eine tolle Aussicht, Nikola. Warte mal, Hauptstadt vor Moskau. Die gute alte Zeit. Da sind 2 an der Tür. Mehr Al-Qatala im Innern. Fahrzeug kommt. Beobachten. Guter Ort. Parkt nur, Wichser. Der Schlechter, gelbes Shirt. Das Schwein aus der Botschaft. Kein Gas. Kein Hadir. Freier Schuss. Verlockend. Noch nicht. Der Schlechter führt uns zu Hadir. Oder der Gasangriff geht los. Wenn das passiert, sind wir alle am Arsch. Ausrüsten, wird fies. Die Uhr tickt. Hier lang. Wie viel Zeit haben wir? Ein paar Stunden oder weniger. Hast du alles? Mir ging nicht in so kurzer Zeit. Schalldämpfer, Munition, keine Blendgranaten. So, und willkommen zu einer weiteren Folge nach langer Zeit. Nach langer Zeit, Alter. Nach einem Monat, glaube ich, ja. Ja, The Call of Duty Modern Warfare. Ich bin einfach stuck gerade gewesen. Sehr geil. Wo bleibst du, Garrick? Ich komm, Chef, ich komme. Sergeant Garrick, keine Hemmungen. Einfach zugreifen. Garrick, entscheide dich, es geht los. Gute Feuerkraft. Versteck sie vorerst. Treffpunkt am Lager. Okay, bring das Paket. Auf den Weg, Captain. Ich weiß, dass du den Schlechter töten willst. Das kranke Schwein kann man nicht tief genug vergraben, Sir. Du kriegst deine Chance, aber fürs Erste brauchen wir ihn lebendig. Priviert. Ja, ich hatte ein bisschen zu tun. Ich hatte ein bisschen Stress, bisschen dies, bisschen das, ja. Deswegen war ich jetzt einen Monat weg. Aber jetzt wird es wieder regelmäßig geile Gameplays geben. Auf mein Zeichen schießen, nicht vorher. Okay, Chef. Machen wir. Ruhig bleiben, wir haben Befugnis. Sag's ihm, Karl. Hier. Gut gemacht. Nikolai, Müll auf den Straßen. Ihr habt Tüten. Du denkst an alles. Ja. Aufpassen, der Schlechter führt uns zu Hadir. Wir brauchen ihn bis dahin lebend. Wir nehmen Rache. Heute werden nicht wir leiden und sterben, sondern sie. Wir danken unserem neuen Soldaten. Sein Stand neuer Soldat ist unser Glück. Wenn der Wolf noch bestätigt, lebt, wird er stolz Ziel auf hinter sein. Dem Tisch. Und wenn er tot ist,
bringen wir all jenen seine Wahrheit, sie die sich einmischen, wo sie nicht erwünscht sind. Doch, sei Al-Katan. Schalte sie aus. Er flüchtet, Bro. Sicher, alles gesichert. Ihm nach. Sie dürfen mir nicht. Tür hinter der Bar. Stunde, Jungs. Lass sie nicht entkommen. Bleib dran, Garrick. Verlier nicht. Erledigt. Ja, ja, ich bin dabei. Ich bin dabei, Price. Die Tür zur Straße ist offen. Verdammte Scheiße. Haltet sie auf. Haltet sie auf. Komm her. Nikolai, Ziel bewegt sich in Richtung Norden. Bereithalten, Evakuierung. Folge ihm, ich fange ihn von der anderen Seite ab. Roger! Du beweitest! Ich mach dich kalt, du Hurensohn! Hörst du mich? Sie sterben. Deinetwegen. Sergeant? Mir geht's gut, Sir. Das Ziel bewegt sich. Flussufer. Der Schlechter überquert die Brücke. Yo, komm mal runter, Digi. Kontakt, Fahrzeug, direkt voraus. Scheiße, wir haben einen Raketenwerfer. Ausschalten! Ja, ich bin dabei. Jo, 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 komm runter, bitte. Gesichert, der Schlechte haut ab, hinterher. Ey, das ist wieder hier pure Action. Ich bin voll überfordert, ja. Gott, ich hab ihn getroffen. Ich hab ihn abgeschossen. Oh mein Gott, Bruder. Okay, nicht ihn abschießen, ihn hier abschießen. Nick, er geht durchs Café. Los, Ufa, Süden. Wo steckst du? Komm, Captain. Wo zur Hölle kommen die nur her? Hinterher oder wir verlieren ihn. Molotov, Vorsicht! Er entkommt! Finde einen Weg dadurch! Absolut! Nee, komm mit Ammo! Drei weniger! Lass ihn nicht aus den Augen! Er ist auf dem Weg zum Fluss! Bleib weg! Jo, er hat die Firma! Hirnerschütterung macht Flucht schwierig, was? In den Wagen legt! Wer seid ihr? Männer, schicken eure Köpfe heim zu euren Familien. Halt die Fresse, dreckiger Mistkerl. Oh, was haben wir denn hier so für ein schönes Schmuckstück? Hä?
Das ist wieder pure Action hier, ne? Ich bin voll überfordert, Bro. Alter. Alter, Bro. Wo sind die Chemikalien? In deinem Russenarsch. Du kannst mir nicht wehtun. Aber du, Captain, du kannst das besser. Denkst du, ich habe dein Gesicht vergessen, SAS? Und du, Sergeant? Du hey, Scheiße, schalte deinen Kopf an. Der verdammte Penner! Wir müssen den Bastard brechen, Captain. Genau das machen wir ja. Nikolai, wo ist das Paket? Ich bringe es rein, Captain. Okay. Geh zu Nikolai, hol das Paket und bring es her. Ja, ich bin echt gespannt. Ich bin echt gespannt, was das für ein Paket jetzt hier ist. Oh mein Gott, was ist das? Sind wir Terroristen hier oder was, Bruder? Bitte. Vielleicht ändert der Schlechter seine Meinung. Mama, was passiert hier? Schon in Ordnung. Bitte, lassen Sie meinen Sohn. Wir tun, was ich wolle. Keine Angst, Mama. Du bist Mamas tapferer Junge. Wo gehen wir hin, Mama? Wir reden mit ein paar Männern und dann gehen wir wieder nach Hause, ja? Die halten. Was Sie da tun, ist unverzeihlich. Wir sind unschuldige Menschen. Ich will wissen, warum wir hier sind. Kyle, du musst das nicht tun. Bist du dabei? Natürlich bin ich dabei, Mensch. Gut. Übergib sie jemandem. Nein, bitte! Usa. Hamun. Papa! Bloß nichts an, du Hurensohn! Ohne Samthandschuhe. Wie gewünscht. Was hast du getan? Dein Sohn ist hier, dein Kind. Er hat kein Problem, Kindern weh zu tun. Ist doch so, Kyle? Keins. Halt's Maul. Was hast du getan? Ich sagte doch, du sollst uns raushalten. Captain, ich sollte gehen. Wegtreten. Nimm den Revolver. Was werden Sie uns antun? Nicht. Nein. Hey, hey, hey. Oh, nein. Geiles Schmuckstück, Bro. Was zum Teufel? Du hast das Urteil gesprochen, Kyle. Ich würde den Sergeant hier nicht mit einer geladenen Waffe rumfuchteln lassen. Wenn es nicht sein muss. Also, letzte Chance. Wo ist das Gas? Hey, hey, hey. Nein, nein, lass ihn. Hör zu. Hör mir zu. Karika, Theater. Nein, es stimmt. Lügner. Das ist dort. Karetka Theater. Ich schwöre es euch. Wo ist Hadir? Der Grünschnabel? Ihr könnt ihn nicht mehr aufhalten. Los, Sergeant. Rette beschissene Russen. General Barkov ist längst tot. Hadir, er ist hinter Barkov her. Wir sind hier fertig. Pack deine Sachen. Du darfst den Krieg führen und uns in Frieden lassen. Geh, Sergeant. Ich überlege, sollen wir ihn abknallen? Ich habe alles gesagt, Sergeant. Tu mir an, was immer du willst. Aber lass meine Familie in Ruhe. Gehen Sie. Sie haben, was Sie wollten. Können wir die Familie töten? Wenn du mich töten willst, dann nur zu. Reicht mir. Das ist beim Karetka-Theater. Sichern und melden, du kennst das. Nein, nimm den Wagen, er bringt dich aus der Stadt raus. Hadir ist auf Barkovs Anwesen, er wird ihn töten. Und einen Weltkrieg starten. Nicht, wenn wir vor ihm dort sind. Garrick, schlag ein. Es gibt einen schmalen Grat zwischen richtig und falsch. Die, du, Hadir, vor dir. Die Reine, der Wagen, sie haben es da gehört, die Двигаться! Контактов нет. Вижу химикаты. Внимание всем. Заложники безопасности. Химикаты целый. Мясник здесь. Принято. Расчеты их им защите уже в пути. Город может спать спокойно. Эй. Контрольпункт.
Zeit für uns. Macht das einen Unterschied? Die Straße ist dicht. Und jetzt? Draufhalten. Wenn sie nicht ausweichen? Dann bricht gleich die Hölle los. 3 Sekunden? Das ist reichlich Zeit. Heilige Scheiße, Captain. Nikolai hat uns gerettet. Wenn sie uns folgen... Passiert nicht. Boss. Was zur Hölle machen wir hier? Wir räumen den Dreck weg. Mit Frauen und Kindern? Als Druckmittel. Sie haben Geiseln. Ohne Handschuhe kriegst du Blut an deine Hände, Kyle. So ist das nun mal. Und wo ziehen wir dann die Grenze, Sir? Du ziehst die Grenze, wo immer du sie ziehen musst, Kyle. Letztlich muss einer dem Feind Angst vor der Dunkelheit machen. Wir werden schmutzig. Die Welt bleibt sauber. Das ist die Mission. Also, wenn du Skrupel hast, kriege ich das auch allein hin. Nein, Sir. Keine Skrupel. Gut. Und jetzt zu Hadir, bevor er Barkov killt. So, aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge, jo. Die Familie konnten wir nicht töten, ja. Wir konnten nur diesen Typen da töten. Habe ich jetzt gemacht, ich weiß nicht, was passiert wäre, hätten wir den nicht getötet. Ja, ne. Ich hoffe nach langer Zeit, es hat euch trotzdem gefallen, ja. Und wir machen in der nächsten Folge weiter direkt. Und ja. Bewertung da lassen, kommentieren und haut rein, tschüss.